Ihr wisst alle, ich war auf der Gamescom und da war ich selbstverständlich nicht alleine, sondern ich hatte die große Ehre, gemeinsam mit zwei meiner liebsten Kollegen in einer Wohnung tatsächlich jeweils zu nächtigen, dann morgens auf die Gamescom zu fahren, abends wieder zurück und den ganzen Tag miteinander zu verbringen. Und vielleicht kennt ihr ja noch diesen Spruch: Was sich liebt, das neckt sich. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, Leute, dann hätten die beiden so viele Kinder gezeugt in dieser Zeit, obwohl es biologisch nicht möglich ist. Das glaubt ihr gar nicht. Wie die Karnickel wären die übereinander losgefallen. Ihr fragt euch warum? Kann ich euch erklären. Das ging früh morgens los. Ha? Beim Aufwachen schon wurde sich gestritten darüber, wann wird gefrühstückt. Wo wird gefrühstückt? Woher kriegt man Kaffee? Scheiße, meine Kippen sind alle. Ist mir doch scheißegal. Wir fahren doch eh zur Tanke. Wieso fahren wir zur Tanke? Morgens ist doch teurer als mittags. Lass uns doch noch zur Jet fahren. Nee, Aral ist eigentlich mein Ding, weil da kann ich mit Karte zahlen. Ist mir doch egal, ich habe mein Bargeld vergessen. Es ging morgens los und es ging den ganzen verschissenen Tag so weiter. Ich hatte eigentlich schon so einen Hals, wenn ich morgens auf der Gamescom angekommen bin. Ich war schon ein paar Mal dabei, ins Lenkrad zu greifen und dem ganzen Elend ein Ende zu setzen. Gnadenlos. Ich hätte uns da einen Feuerball an der Tankstelle in die Luft gejagt. Ja? Wenn ich nicht so einen Bock gehabt hätte auf die Gamescom, wäre es da RIP gewesen. Aber es ging ja weiter. Ja? 8 Stunden auf der Gamescom, 9 Stunden auf der Gamescom. Man dreht sein Videomaterial, kommt am Abend dann in die Bude zum Schneiden des Videos. Ja, nee, so geht es nicht. Nee, da mach. Der Cut, der... Ah, schwerer Cut. Ah, was siehst du denn? Oh, 3 Stunden lang sitze ich. Es ging tatsächlich weiter. Ich habe ein großes Glück. Ja? Ich bin auf einem Ohr fast taub und das andere Ohr ist Meister darin, Informationen reinzulassen, auszufiltern und unten durch den Anus wieder rauszulassen. Wenn ich diesen Skill nicht hätte, ja, quasi mein Ultimate, ignore Kollegen, dann wäre GG gewesen. Und wie das in etwa aussehen könnte, zeige ich euch denn. 7 Stunden Autobahnfahrt von Köln nach Berlin. Hey, die können sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Das macht er jetzt mit Absicht. Der Vergleich ist halt einfach Bullshit. Das macht er jetzt mit Absicht. Weil es zwei unterschiedliche Autos sind. Ja, und du hast doch zwei unterschiedliche Pumpen. Oder sind es 1:1 die gleichen Pumpen? Weil dann brauchen wir gar nicht mehr. Das sind ja nicht. Wenn, dann musst du schon sagen, kaufe ich mir ein Kombi von Audi oder kaufe ich mir ein Kombi von Mercedes? Ja, von mir aus auch das. Der das Doppelte kostet. Keine Ahnung, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Kombi von Audi nach 2 Jahren nichts mehr taugt, beziehungsweise 2 Monaten. Haben wir ja nicht gemacht, die Erfahrung. Ja, ich bin mir ja noch nicht ganz sicher. Also A, haben wir es länger als 2 Monate? Würdest du dir ein Auto von diesem China-Hersteller kaufen? Wenn er 5.000 Euro kostet? Er kostet ja nicht. Eigentlich wurden sämtliche Bereiche des Lebens angesprochen. Ja, auch die Musikwahl, die war teilweise doch ein wenig schwierig, weil der Subwoofer hinten im Auto, der hat dem da scheinbar die Gehirnzellen so zerblasen, da ging tatsächlich nichts mehr. Ja, zum Glück saß ich vorne. Zum Glück bin ich nicht mit euch gefahren. Zumindest einer der Kollegen schon mal aufgeklärt. Aber war sehr schön. Danke. Ich mag ihn. Muss ich ja, ist auch sagen. Einer meiner liebsten Kollegen. Alleine ist der auch super, aber mit dem anderen Kollegen im Doppelpack würdest du am liebsten beide schießen. Die waren stets bemüht. Ja, stets bemüht, ja.